Hallo und herzlich willkommen. Wir wollen heute mit euch eine coole Body Percussion lernen und üben. Ich darf euch zuerst meine beiden Gäste vorstellen. Das ist zum einen die Ida und die Lilly. Jetzt wollen wir ausprobieren, wo am Körper wir überall Klänge erzeugen können. Wir machen das so, dass ich es einen Takt lang vormache, jeden Klang viermal, und dann dürft ihr das nachmachen. 1, 2, 3, 4. Jetzt können wir die verschiedenen Body Sounds zu unserem ersten Pattern zusammensetzen. Hierfür beginnen wir zu stampfen. 1, 2. Bei der 3 wischen wir und bei der 4 können wir mit beiden Händen schnipsen. Ich mache es einmal am Stück vor, dann dürft ihr das gleich nachmachen. 1, 2, 3, 4. Jawohl, machen wir es gleich nochmal. Ich mache es nochmal vor. 1, 2, 3. 4. Super. Können wir das auch schneller machen? Ja, klar. 1, 2, 3, 4. Weiter geht's jetzt mit dem zweiten Pattern. Wir klatschen einmal mit beiden Händen auf die Oberschenkel. Dann patschen wir abwechselnd mit den Händen auf den Brustkorb. Dann geht's wieder auf die Oberschenkel und dann wischen wir. Ich mache es einmal am Stück vor, langsam. 1, 2, 3, 4. 1, 2 und 3, 4. Macht ihr es einmal nach? 3, 4. Super, gleich nochmal. 3, 4. Prima. Jetzt machen wir das Pattern 2 schneller. 1, 2, 3, 4. Nachdem die Patterns jetzt einzeln gut funktioniert haben, können wir sie kombinieren. Lilly, weißt du noch, wie das erste Pattern ging? Ja. Jetzt können wir versuchen, jedes Pattern viermal zu spielen, hintereinander. 1, 2, 3, 4. Wir wollen noch ein drittes Pattern ausprobieren. Hier geht es los an der Hüfte. 1 und, dann weiter über den Bauch. 2 und, Oberkörper. 3 und, und bei der 4 klatschen wir. 1 und, 2 und, 3 und, 4. Wollt ihr das einmal machen? 3, 4. Super, probieren wir es einmal nochmal zusammen. Und 1 und, 2 und, 3 und, 4. Schneller! 1, 2, 3, 4. Nun können wir schon alle drei Patterns kombinieren. Wir machen das erste Pattern, dann das zweite Pattern, das hier beginnt, und zum Schluss das dritte Pattern hintereinander. Und jedes Pattern machen wir viermal. 1, 2, 3, 4.
Man kann die drei Patterns auch gleichzeitig spielen. Das probieren wir jetzt aus und ihr zu Hause dürft euch entscheiden, ob ihr mit der Ida spielt. 1, 2, 3, 4. Mit der Lilly. 3, 4. Oder mit mir. 3, 4. Üben. Tschüss! Tschüss.